Es war kein einfacher Weg. Sora ist das erste und einzige rein weibliche Jugendorchester aus Afghanistan, einem Land, das noch immer von Gewalt geprägt ist und in dem Frauen vieles nicht erlaubt wird. Außer meinem Vater und meiner Mutter wollte meine Familie nicht, dass ich auf die Musikschule gehe. Meine Onkel haben mir viele Probleme bereitet. Meine Großmutter hat meinem Vater gesagt, wenn du Negina auf die Musikschule gehen lässt, bist du nicht mehr mein Sohn. Das Ensemble spielt afghanische und westliche klassische Musik. Es besteht aus 35 Musikerinnen zwischen 13 und 20 Jahren. Für manche ist ihre Arbeit auch ein Mittel, um am Wiederaufbau ihres Landes teilzunehmen. Ich bin so glücklich, dass meine Generation sich bilden möchte, um unser Land besser zu machen. Ich glaube daran, dass wir uns ändern werden, aber es ist schwer und es wird eine Generation dauern. Inzwischen tourt das Orchester durch Europa. Unter anderem treten die Musikerinnen beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos auf. Vor Managern und Führungskräften aus der ganzen Welt.